Und wir sind schon fast Stufe 15. Wir haben nur einen Punkt. Damit will ich das gerade mal verstärken. Muskelgedächtnis, schneller Angriff. 4 von 5, dann haben wir hier das nächste. Präzisionsschläge. So. Erstmal die nächste Quest schon annehmen. Und Schwertern und Knüllen, das war das, wo wir mit den Zwergen nicht weiter kamen. Und vorne Stufe 24, ja genau, weil wir dort zu schwach waren. Das sollten wir als nächstes machen. Aber generell können wir da auch mal weitermachen. Und die Belohnung vom Bettlerkönig ab. Der ist in der Stadt. Wir sind hier am Leuchtturm. Wenn das schnell geht, können wir es heute noch machen. Ansonsten haben wir hier schönes Stückchen Nebenquest heute abgearbeitet. Sie hat nicht gezaubert. Bei meiner Ehre. Helfen, Elf. Weniger wert als Menschen. Wo willst du, Vagabund? Passierschein zeigen. Passierschein? Welchen Passierschein? Zur Bestätigung, dass du kein Magier bist. Ohne kommt niemand nach Novigrad rein oder aus der Stadt raus. Oha. Tut mir leid. Hab keinen Passierschein. Dann ist die Endstation. Nächster! Halt mal. Wie bekomme ich denn einen? Bring erstmal der Kirche ein Opfer. Dann brauchst du 3 reine Seelen als Bürgen. Passieren lassen. Hier sind seine Papiere. Was? Aber woher? Nicht dein Problem. Auf deinen Posten. Grüße von Sigi Reuven. Und dann bist du dran. Ah, stimmt, wir haben Freunde in der Stadt. Der Sigi, unser Freund. Ach, Scheiße. Endlich auf, in sein Schwert zu rennen! Tja! Okay, wie kommen wir jetzt hier rein? Abgeschlossen alles. Warum so eilig, mein Prinz? Prinz? Immer noch Hexer. Brauchen wir einen Schlüssel für, oder wie? Ich komme von der anderen Seite rein. Die Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt. Wir sagen es keinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Du bist Chase. Ein Scheiterhaufen. Der erwartet dich, du Mutant. Okay, jetzt sind wir Vorrat in einem Kreis gelaufen. Okay, kommen wir hier rein. Ah, hier.
können wir irgendwie hoch oder so auf dem Dach. Geschlossen. Können wir hier mal hoch? Als ob wir hier nicht reinkommen. Hier können wir vielleicht in den Innenhof rein. Wäre eine Idee, falls es dort irgendwie durchgeht. Abgeschlossen. Da ist zugemauert. Sicher, dass ich da nicht rüberkomme? Ich muss pissen, wie ein paar Ohrfeigen? Bettlerkönig. Der hatte, noch, der hatte irgendwo mal so einen Eingang, wo wir noch klopfen konnten. Ein Scheiterhaufen. Der erwartet dich, du Mutant. Na, das ist doch klar wie das ewige Feuer. Du meine Güte, was für eine Mist. Mir reicht's mit dem Löwen. Brauchst auch Geld, wie? Ah. Tja, also. Ja. Ja. Bin nochmal rumgelaufen. Ansonsten. Wenn wir gar nicht weiterkommen, dann lassen wir es wohl. Machen. Ah ja, hier. So kommen wir hier rein. Im Leben muss man was riskieren und nicht einstecken. Ja, in der Spitzbuchhalle musste prangen. Ist der Bettlerkönig. Du solltest deine Männer besser auswählen. Rico ist wie ein Anfänger aufgeflogen. Ja, er hat's mir erzählt. Und ich habe ihn aus der Stadt geschickt. Hat dir bestimmt versprochen, dass ich dir eine Belohnung gebe. In der Tat. Bitteschön. Geld. Mit Erfahrungspunkte. Nein, Gegenstand erhalten. Rüstung. Oha. Eine Rüstung bekommen. Vierundfünfzig Rüstung. Sieht, naja. 30 Rüstung. Ja. Nehme ich lieber die hier. Mutants Rüstung. Gute Rüstung kann ich gebrauchen.
Stahlwaffe, 135 Schaden. 188 Schaden. Silberschwert. Ah, nee. Haben wir schon 253, dann sollte man nicht wechseln. 231 Schaden. Das ist viel zu lasch hier. Die Schwerter, die wir hier haben. Wir haben schon bessere. Der Leitbrief des ewigen Feuers. Ja gut. Viel hat es wohl nicht gebracht. Fluren. Und die kann bei der Vivaldi Bank in Lurigard in Kronen getauscht werden. Wo finden wir die denn? Und die haben ja scheinbar ein bisschen was im Inventar, was wir gegen Kronen tauschen können. Die Bank. Händler. Wo finden wir die Bank? Ich hätte Interesse. Muss ich mal recherchieren, dass wir da mal hingehen. Das wäre gut, wir haben nämlich einiges im Inventar. Und da noch mit Umrechnungskursen und so weiter könnte das noch was werden. Duftiska in der Passflur. Okay. Ein älter Freund von dem Betrifft nächstes in ein Buch mit rotem Umschlag. Okay, ich würde sagen, im nächsten Stream machen wir erstmal hier mit der Hauptquest weiter. Und schauen mal, ob wir irgendwann anders noch ein paar Nebenquests machen können. Die Nebenquest mit Triss war auf jeden Fall jetzt sehr schön. Dass wir die Story nochmal gezeigt haben. Das war es ja wohl wert. Auf dem Rücken trägt man einen Köcher. Auf dem Rücken trägt man was zum Fick. was wollte ich hier nehmen? Quest. Extra Aufträge. Okay, mit Triss haben wir jetzt glaube ich nichts mehr. Sehen wir dann. Erst woanders wieder. Finde heraus, ob sie in Novigrad sich befindet. Das haben wir jetzt. Das sind wir jetzt hauptsächlich dran. Anfänger. Das ist das zweite Drittel der Hauptstory. Ich gehe jetzt schon mal zu der Prüfschiller hin und dann im nächsten Part, im nächsten Stream schauen wir da mal hin, wie es weitergeht. Meine Tante sagt, ich rede zu viel. Dazu wohl recht. So, hier gehen wir das nächste Mal rein. So, wo wir dann ansonsten. Die Weltkarte. Hier werden wir dann empfunden Stufe 19. Okay. Im Kermauchen werden wir dann die Triss wiedersehen. Und der nächste Punkt ist dann nach Skellige, wo wir nach Triss weiter suchen.
Stufe 16, Stufe 19. Denke ich mal Stufe 19. Denke ich Kehr Mauern, wenn wir ganz zum Schluss, wenn wir mal Ziri gefunden haben, nochmal aufsuchen. Da macht das Sinn, da vorher mal reinzugucken, bevor wir nach Skellige fahren. Also von der empfohlenen Stufe her macht's empfiehlt das Spiel, das zum Schluss als großes Finale, als grande Finale abzusuchen. Abgesehen davon hier. Herzogtum Tucson. Ich gehe davon aus, dass das Spiel hier auch in Kaer Morhen enden wird. Dass wir da dann Triss letztendlich finden. Aber gut, ich würde mal sagen, dass wir dann nach Skellige als nächstes gehen. Erstmal haben wir hier noch ein Novigrad eigentlich zu tun. Für heute soll es das dann gewesen sein. Brauchen wir Schlüssel für. Super schlau. Wo ist die Gute? Nicht schon wieder. Ist sie hier? Was willst du von mir? Und das ist eine Kellnerin. Da ist so wohl eine Etage, oder? Oh. Ja. Komm mal eben. Was kann ich für dich tun? Zeig mir, was du was hast. Was gibt's denn heute? Twin-Karten brauchen wir nicht. Was zu essen, wir haben kein Geld. Ein bisschen Brot könnte aber nicht schaden. Dafür haben wir so noch Geld. Sehr gut. Bis dann. Brot und Maultasche. Es heißt, sie sei gar nicht seine Tochter. Diese Jäger würden einen Regenbogen verbrennen, wenn sie könnten. Einen Regenbogen verbrennen? Aha, hier keine Schwulenfeindlichkeit hier. Was soll ich denn jetzt machen? Opfern zu kotzen zum Beispiel. So, hier oder nicht? Pischler, Hallöchen. Ich habe einen Plan, wie wir Rittersporn befreien können. Aber dazu müssen wir Dudo finden. Was für ein Plan ist das? Unser Doppler nimmt Menges Gestalt an und befiehlt Rittersporns Verlegung nach Ochsenfurt. Unterwegs greifen wir ihn uns. Brillant. Aber wie sollen wir Dudo finden? Ihr seid doch befreundet. Weißt du nicht, wo er sich verstecken könnte? Wo ist bei einem Doppler nicht die Frage? Als wer, schon eher. Bisher ist er bei Ärger verschwunden und am nächsten Morgen als jemand anders aufgetaucht. Aber diesmal ist er nicht wiedergekommen. Wir müssen Dudo überzeugen, sich uns zu offenbaren. Hat er Freunde oder Vertraute, über die wir ihn erreichen können? Rittersporn, Irina Renards Truppe? Das wär's. Ich wüsste nicht, dass er sonst noch Freunde hätte. Er war ständig bei der Truppe. Entweder auf der Bühne oder im Publikum. Er ist also gern beim Schauspielen. Ja, ich wundere mich, dass er nach all dem nicht zu uns gekommen ist. Auf die Füchse hätte er schließlich zählen können. Wenn die Schauspieler also helfen würden... Wir brauchen nur Dudo zu erwähnen. Irina und ihre Leute haben ihm viel zu verdanken. Aha. Dudo und die Schauspieler, wie sind sie sich begegnet? Das war mein Werk. Bei einer Premiere lag Maxim im Koma. Er war voll wie eine Natter. Da fiel mir Dudo ein. Es gibt schwerlich ein besseres Double als ein Doppler. Und Dudo hat sich ihnen einfach so offenbart? Ich hielt es nicht für klug, irgendwen einzuweihen. Aber Dudo und Irina haben sich auf Anhieb verstanden. Und er hat sich so hoffnungslos in das Theater verliebt. Dass er angefangen hat, mit euch aufzutreten? Ja, und jetzt fühlt Irina sich furchtbar schuldig. Sie kann jede Rolle spielen. Dass er sich in Gefahr bringt. Das verzeiht sie sich nicht. Nehmen wir doch ein Theaterstück. Wir können eine Botschaft an Dudo darin verstecken, damit er sich zu erkennen gibt. Nicht schlecht, aber da reichen ein paar Zeilen wohl nicht. Und meinst du wirklich, dass Dudo sich die Zeit mit Theaterstücken vertreibt, die er in- und auswendig kennt? Hast du einen besseren Vorschlag? Wir müssen ein brandneues Stück schreiben. Etwas Großartiges, das Dudos Aufmerksamkeit erregt. Am wichtigsten ist, dass es einen grandiosen Titel hat.
Es muss zum Stadtgespräch werden. Wenn du willst, können wir sofort damit anfangen. Das Geralt bestimmt nicht der Richtige. Der richtige Ansprechpartner für mein Stück zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, so ein Stück zu schreiben. Vielleicht machst du das besser allein. Es geht bestimmt schneller, wenn du mir hilfst. Du wirst sehen, wir werden uns köstlich amüsieren. Ah ja. Na schön. Lass uns das Theaterstück schreiben. Irgendeine Idee für die Handlung? Eigentlich hatte ich gehofft. Es kommt drauf an, Dudu klarzumachen, dass er sich auf dich verlassen kann. Und dass wir Rittersport sein wollen. Ich hab nur gehofft, dass sie Ideen hat. Die Botschaft muss eindeutig. Ich meine, ich hab vielleicht irgendwelche Ideen, aber... natürliche Art verwoben sein. Daher brauchen wir eine geeignete dramatische Struktur. Klar soweit? Mehr oder weniger. Das reicht. Jetzt brauchen wir die richtige Ausdrucksform für das Stück. Eine packende Geschichte der Gegenwart. Das wäre am besten. Vielleicht über die Freischärler von Povis. Ich hab's. Über Lorenzo Molla. Die Geschichte eines hübschen, aber skrupellosen Banditen und eines Dopplers, der ihn aufs Kreuz legt. Nun muss sich der Doppler verstecken und nur sein Freund kann ihm helfen. Ein Hexer, der alles tun würde, um seine Tochter zu retten. Ist das ein bisschen zu offensichtlich? Nein, besser seine Geliebte. Was meinst du? Denken wir nochmal nach. Das ist irgendwie... zu aktuell? Recht hast du. Ist zu offensichtlich. Ich hab's. Wir nehmen die Geschichte über den Igel vom Erlenwald. Heimliche Liebende, ihr Verlöbnis, ein Fluch, eine grausame Königin, Glocken zur Mitternacht. Aber... und da enthüllt er sein Antlitz. Er ist ein Monster und will Prinzessin Pavetta entführen. Sie wollen ihn tot sehen, doch da tritt ein Hexer auf den Plan. Und alles geht gut aus. Also abgemacht, ja? Du wolltest was sagen? Habe ich denn irgendwas zu sagen oder hast du schon alles entschieden? Was hast du denn? So funktionieren kreative Prozesse. Wir werfen mit Ideen um uns und wählen die besten aus. Also deine. Na, du musst zugeben, dass ich mich in Theaterdingen besser auskenne. Ist doch gut, dass natürlich hilfst du mit, das Stück zu schreiben und das Gesamtwerk zu schaffen. Rittersporn wird's dir erklären. Wir brauchen einen guten Titel. Das dürfte sogar wichtiger sein als die Geschichte. Ich habe ein paar Einfälle. Vielleicht suchst du einen aus. Du willst tatsächlich meine Meinung berücksichtigen? Natürlich. Wir sind ja Partner. Ich habe nur das Sagen. Na sicher. Hier sind zwei richtig gute Titel. Die Erlösung des Dopplers und die Rettung des Wandlers oder des Hexers Triumph. Welchen ziehst du vor? Na. Es fliegt doch ab Minute 1 auf. Das ist doch... nehmen wir die Erlösung des Dopplers. Das ist kurz und knackig. Es gibt nur ein Problem. In der Geschichte tauchen keine Doppler auf. Nur eine Prinzessin und der verfluchte Igel. Überhaupt kein Problem. Dann tauschen wir den Igel eben gegen einen Doppler aus. Die Botschaft ist das Wichtigste. Ein Hexer taucht auf und rettet den Doppler. Verstanden? Na schön. Es ist also eine Komödie? Ich hätte eher an eine Tragödie gedacht, aber wenn du es gerne fröhlicher hättest... entscheide einfach oder eine Rettung als Tragödie. Also eine Komödie fände ich hier, das wäre. Das würde ich mir gerne mal angucken. Eine Komödie ist wohl sicher. Das also wird absoluter Schwachsinn. Und du suchst dir eine Ecke, setzt dich hin, liest leise oder denkst nach. Es wird absoluter Schwachsinn. Gut. Aber es wird lustig. Wenn du keine Hilfe beim Schreiben brauchst. Es wird lustig. Geralt, warte. Ich bin gespannt. Was reimt sich auf Hexer? Sechser? Ach, sei lieber still. Kleckser. Einige Stunden später. Fertig. Mit etwas Zeit könnte ich daraus ein kleines Meisterwerk machen, aber... wir haben keine. Die verborgene Botschaft an Dudu. Was hast du hineingewoben? Verborgene Botschaft? Du wolltest etwas einbauen wie komm im Morgengrauen zum Eisvogel oder so. Das passt doch gar nicht zur Stimmung des Stücks. Kein bisschen. Du hast es geschrieben, um mit Dudu in Kontakt zu treten. Das war der Sinn der Sache. Wie soll es denn sonst klappen?
weiß nicht. Ich dachte, ich könnte ihn an seiner Narbe erkennen. Oder ich improvisiere. Darum sorgen wir uns später. Erstmal musst du den Text zu Madame Irina bringen. Na toll. Das ist doch sowas von schief. Die Truppe tritt auf dem Fleischerhof beim Marktplatz auf. Komm später zu uns. Bis dann. Na dann. Oha, dafür habe ich einen Stufe 15 und einen Charakterpunkt gekriegt. Dann wollen wir mal ein bisschen leveln. Ja. Das Arztzeichen. Rüstungsschmelze, da brauchen wir 5. Ja, vielleicht machen wir jetzt schon mal hier 4 von 5. Hier haben wir dann 5 von 5. Dann kommen wir beim nächsten Mal. Präzisionsschläge, das macht schon. Schneller Angriff, den wir sowieso meistens nutzen. Das macht schon Sinn. So, 5 von 5. Mal das nächste Mal. Wahrscheinlich hier drauf leveln, oder? Dann war hier wieder 5 von 5. Irgendwann machen wir auch hier mal weiter. Die Alchemie habe ich nie genutzt. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Ja. Alles klar. Das Büchlein mitnehmen. Brief an Rittersporn, aha. Stürzt dich immer hier vor deinen Augen. Ein bisschen looten. Brief an Rittersporn, den müsste ich mal lesen. Mein lieber Rittersporn, seit du mir von deinem Vorhaben erzählt hast, gegen das organisierte Verbrechen vorzugehen, kann ich an nichts anderes mehr denken. Mehrere Male wollte ich mit dir darüber reden, um dir diese verrückte Idee aus dem Kopf zu sparen. Aber ich sehe dich nie im Rosmarin und Thymian, wenn ich dort bin. Ich hoffe, das geringere Übel ist wahr und du bereitest dich auf den Angriff vor und gehst mir nicht aus dem Weg. Ich glaube nein. Ich möchte glauben, dass es dir um mehr geht als nur um Gold und einem Verlangen nach Abenteuer. Aber wie dem auch sei, ich würde mir wünschen, dass du dein Vorhaben vergisst. Du findest bestimmt einen Weg, das Problem des alten Freundes zu lösen. Wir beide kennen ein paar Leute in Novigrad, die uns noch einen Gefallen schulden. Vielleicht ist es an der Zeit, diese Gefallen jetzt einzufordern. Denke darüber nach, bevor es kein Zurück mehr gibt. Aha. Bring das Manuskript zu Irina Renarde. Okay, auf dem Markt waren sie. Okay, ich gucke gerade mal. Die Lösung des Dopplers. Irinas Kopie des Stücks. Können wir das lesen? Hexer. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Heiter bestimmt. Hexer. Vielleicht trinkt's ja inmitten der Gäste ein Bier. Intensiv. Lebendig. Hexer, sie liebt ihn und mag er auch anderling sein, vergnügt, sondern Hexer, sondern Bosheit im Herzen mit dem hier Graus und Verachtung. Hexer, Doppler sind keine Monster, darum töte ich sie nicht feierlich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, das ist alles oder was? Das ist das ganze Stück. In der Prost-Mahlzeit. Ich war mal so blau. Lass mir Blut.